Ja, Leute, was war das denn für ein Spiel gestern? 5:0 haben die Bayern Borussia Dortmund abgefertigt. Und ich denke, das hat selbst der härteste Bayern-Fan gestern nicht getippt und nicht erwartet, dass das Ganze so passiert. Ob die Bayern jetzt schon durch sind, Meister werden oder ob die Dortmunder noch eine Chance haben, das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Ja, mit dieser Dominanz der Bayern hat wirklich keiner gerechnet. In der ersten Halbzeit stand das Ganze schon 4:0 und es hätte auch eine höhere Führung noch sein können. Die Bayern haben eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht und Borussia Dortmund hat zu keiner Sekunde in diesem Spitzenspiel irgendwie den Zugriff in dieses Spiel gefunden. Klar, Paco Alcácer war verletzt und natürlich kann man sich auch fragen, warum Lucien Favre, Lukas Piszczek aufstellt, Mario Götze außen vor lässt. Ganz ehrlich, bei Piszczek hat man es manchmal gemerkt, die Statistiken sprechen da aber eine eindeutige Sprache. Er hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Das lag an anderen, dass Dortmund hier wirklich haushoch verloren hat. Und Götze kann nicht verstehen, warum er eine Option von der Bank haben will, gerade wenn Alcácer ausfällt, um dann nochmal was reißen zu können. Klar, beim Stande von 4:0, da brauchst du auch nicht mehr groß gegensteuern. Ja, die Bayern wirklich in jeglicher Form überlegen. Da kann man sich jeden Wert anschauen, sei es Schüsse, Gesamt, Schüsse aufs Tor etc. Aber das, was am traurigsten ist, liebe Freunde, aus meiner Sicht, ist das Thema Zweikämpfe. Und ja, das haben die Dortmunder wirklich richtig abgeschenkt. Das Pressing hatte zu keinem Zeitgriff Zugriff drauf gefunden. Die Dortmunder hatten auch zu keiner Zeit irgendein Mittel gegen das Angriffspressing der Bayern. Die Bayern sehr, sehr früh am Attackieren, haben wirklich das gemacht, was sie schon längere Zeit vorgenommen haben, auch gegen Liverpool. So hat es ja Mats Hummels ausgedrückt im Interview. Ja, und die Dortmunder hatten keinen Zugriff in dieses Spiel. Die Bayern haben mehr Zweikämpfe gewonnen und auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Und was bei den Bayern gestern auch noch immens wichtig war, war das Thema Standards. Nahezu jeder Eckball von Thiago und teilweise auch von Kimmich von der anderen Seite schien wirklich anzukommen. Mats Hummels köpfte ein und es wurde eigentlich ein ums andere Mal gefährlich aufgrund dieser Standardsituation. Und so ging das Ganze doch wirklich sehr überraschend 5:0 für die Bayern denn zu Ende. Das führt uns zu der alles entscheidenden Frage: Sind die Bayern denn schon Meister? Nein, natürlich noch nicht, aber es sieht momentan sehr, sehr gut für die aus. Man hat einen Punkt Vorsprung und wir kommen so langsam in die Situation, dass sich selbst ein Uli Hoeneß für das Torverhältnis interessiert. Das Torverhältnis der Bayern ist wirklich um Längen besser, sodass man fast schon sagen kann, dass die Bayern 2 Punkte Vorsprung haben. Und die müssen sie natürlich erstmal verspielen. Die Bayern sind deutlich besser momentan in Form, sind wirklich auf dem Punkt da und haben natürlich durch dieses 5:0 nochmal Motivation getankt. Und jetzt die verbleibenden Spiele müssen die Dortmunder allesamt eigentlich fast schon gewinnen. Die Bayern dürfen hier nichts mehr liegen lassen. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die Bayern in der Rückrundentabelle deutlich vorneweg mit einer deutlich besseren Formkurve. Die Dortmunder haben in der Rückrunde doch stark nachgelassen, das muss man wirklich sagen. Was für Dortmund spricht, ist das auf dem Papier scheinbar einfache Restprogramm. Beide müssen noch nach Bremen, das streicht sich weg. Die Bayern haben noch ein Gastspiel bei RB Leipzig. Das wird sicherlich unter normalen Umständen kein einfaches Spiel werden. Und dann kommt auch noch das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, die momentan ja auch einen Lauf haben. Man könnte also sagen, dass die Bayern einen Tick das schwierigere Restprogramm haben. Aber das wäre auch ein bisschen zu kurz gedacht, denn RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen um die Champions League und die stehen momentan so gut da und ja, drohen auch momentan nicht abzustürzen, sodass es in diesen Spielen möglicherweise für die Bayern um gar nichts mehr gehen könnte. So, und dann sind das natürlich, das haben wir in der Vergangenheit erlebt, auch relativ einfache Spiele, selbst wenn es gegen starke Gegner geht. Also selbst das Restprogramm muss nicht zwingend hier für die Dortmunder sprechen. Auf Instagram, Twitter und Facebook habe ich euch gefragt, warum Borussia Dortmund die Meisterschaft verdient hat. Eure Antworten hier einmal eingeblendet in dem Video. Leute, gerne den Kanal mit Glocke abonnieren. Würde mich doch auch freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlt. Bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören. Ciao!